Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es freut mich sehr, Sie heute im Politforum begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Thomas Göttin. Ich leite zusammen mit unserem kleinen Team dieses Politforum seit etwa 3/4 Jahren. Und wir stellen uns Debatten, Austausch zu politischen Themen, zu Themen der Demokratie. Und heute ist so ein Tag, wo wir das intensiv diskutieren werden. Es freut mich, dass wir sehr viele Leute sind. Es ist so, ich begrüße gleich auch diejenigen im Raum unten. damit alle wissen, es ist live und wir sind da in enger Verbindung. Wir machen, was wir können. Jetzt bin ich dafür da weg. Wenn ihr Beiträge habt, Diskussionsbeiträge und so später, dann auch. Wir werden euch nicht vergessen. Es gibt einen kleinen Trade-off zwischen hier oben noch etwas unmittelbarer und etwas wärmer und unten etwas kühler. Heute in einem Jahr werden wir vermutlich, die meisten von uns, ein großes, dickes Kuvert zu Hause haben, auf dem Küchentisch, wo auch immer. Und es ist das Kuvert mit den Wahlunterlagen und den Listen für die nächsten Nationalratswahlen. Wählen wird auch im Politforum Bern das Schwerpunktthema im kommenden Jahr sein, mit einer Ausstellung vom Mai an, wenn die Europawahlen sind, bis nach den Nationalratswahlen im Herbst. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Politforum so etwas wie einen Auftakt zu diesem Wahljahr machen können, und zwar mit der Buchvernissage mit Adrian Vatter. Ich denke, so nah wie das Bundeshaus und die Politik hier sind, so wichtig ist der Austausch mit der Wissenschaft, der Wissenstransfer mit der Universität, weil ich denke, von diesem Austausch profitieren beide und es ist auch ein eigenständiger Beitrag zur Weiterentwicklung eben der Wissenschaft, die ja nicht im stillen Kämmerlein ist, sondern eben vielleicht auch mal in einem Turm, und das freut mich sehr. Ich mache eine kleine Klammer auf. So wie Politik und Wissenschaft oder eben im speziellen Politikwissenschaft zur Hauptstadtregion Bern gehören, gehört meiner Meinung nach auch die Medieninfrastruktur. Sie wissen, leider hat der Verwaltungsrat gestern der SRG beschlossen, das Radiostudio Bern zu schließen. Ich persönlich, ich rede nur in meinem Namen, halte das für unverständlich. Und ich denke auch, es schwächt eben diese Austauschfunktion zwischen Politik, zwischen Parlament und Bevölkerung, wofür es eben auch eine Medieninfrastruktur braucht. Dieses Thema werden wir sicher so schnell wie möglich ebenfalls auch aufnehmen, und zwar mit dem Blick nach vorn. Was ist die Medieninfrastruktur in der Hauptstadtregion in Bern, die wir brauchen nach dieser Schließung? Damit mache ich die Klammer auch schon wieder zu, oder zumindest vorläufig zu. Adrian Vatters Buch ist noch etwas dicker als das Kuvert, das wir dann erhalten werden. Und es trägt den Titel, hier ganz neutral, das Parlament in der Schweiz. Aber eben, der Verlag wollte das, glaube ich, nicht vorne, sondern eher hinten oder innen, steht dann auch das Parlament, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung. Und es ist eben nicht, es ist eine Ansage, es ist aber nicht nur eine Ansage des Titels selbst, sondern auch der Kapitelüberschriften. Ich habe bisher erst diese Kapitelüberschriften lesen können, und da stehen so Stichworte wie beispielsweise stumpfe Waffe, scharfes Schwert, direkter Draht, großer Scherbenhaufen, wenig Wirkung, Schwarz-Peter-Spiel, aus der Balance. Wenn ich das nehme, dann habe ich den Eindruck, so das Spannungsenergielevel zum Thema Parlament ist gestiegen in den letzten Jahren. Ein paar dieser Stichworte sehen Sie auch hier an den Postern der Uni. Ein politischer Scheinriese, Elite gegen Basis. Es ist natürlich deshalb besonders spannend, dass wir mit diesem Handbuch eine erste, vollständige, wie auch immer, umfassende Übersicht haben seit den letzten 25 Jahren. Diese Bestandesaufnahme, die werden wir heute gemeinsam diskutieren. Wir werden sie mit Gästen diskutieren aus der Politik, da freue ich mich schon sehr. Wir werden sie mit einem, wie man das sieht, musikalischen Input bereichern und auch mit einem önologischen Abschluss, und beides aus dem Hause Vatter.
Aber vor allem werden wir sie natürlich eröffnen und diskutieren mit Adrian Vatter, Co-Leiter des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Zürich. Und was habe ich jetzt falsch gesagt? Gut, also. Kann man das wegschneiden? Gut, also Adrian Vatter, Leiter des Instituts für Politikwissenschaft, du hast das Wort. Ja, liebe Gäste, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Buchvernissage, unseres Buches «Das Parlament in der Schweiz – Macht und Ohnmacht der Volksvertretung». Es sind eigentlich zwei Gründe, weshalb wir heute dieses Buch hier präsentieren. Der eine Grund hat Thomas schon gesagt, nämlich dass in einem Jahr die eidgenössischen Parlamentswahlen sind und es deshalb durchaus Sinn macht, zu fragen, wie es eigentlich heute unserem Parlament geht, was der Zustand ist und insbesondere auch, wie die Konfliktlage innerhalb des Parlaments und zwischen verschiedenen Akteuren ist. Ein zweiter Grund ist ein anderer. Es ist nämlich ein Jubiläum, das interessanterweise kaum gefeiert wurde, nämlich 170 Jahre Bundesverfassung und damit natürlich auch 170 Jahre eidgenössisches Parlament, fast genau auf den Tag. Das war am 12. September 1848, als die Bundesverfassung und damit auch das Bundesparlament aus der Taufe gehoben wurde. Das führte uns dazu, wenn es jetzt klappt, ja, dass wir im Zuge der Erarbeitung dieses Buches uns drei Fragen gestellt haben. Nämlich die erste Frage: Erfüllt heute das Schweizer Parlament noch seine Kernaufgaben, diejenigen der Rechtsetzung, der Wahl der Regierung, der Kontrolle der Regierung und auch der Repräsentation des Volkes, insbesondere angesichts zahlreicher Herausforderungen wie die Internationalisierung politischer Prozesse, der Mediatisierung, der gewandelten Rolle der Medien, aber auch der steigenden Konfliktualität und Polarisierung der Schweizer Politik. Eine zweite Frage, die uns im Rahmen dieses Buches beschäftigt hat, ist die Frage, über wie viel Macht oder eben Ohnmacht verfügt das Schweizer Parlament, gerade im Verhältnis auch zu politischen Akteuren anderer Art, wie der Exekutive, Verbände, Lobbyisten, der Stimmbürgerschaft, aber auch wie eben die Konfliktlage ist innerhalb des Parlaments, zwischen den beiden Parlamentskammern und wo eigentlich das Schweizer Parlament im internationalen Vergleich steht. Haben wir eher ein mächtiges oder ohnmächtiges Parlament, wenn wir das vergleichen mit anderen entwickelten Demokratien? Und die dritte Frage, eine bisher kaum behandelte, erstaunlicherweise bisher kaum behandelte, nämlich die Frage der Rolle und Funktionen der kantonalen Parlamente in unserem föderalen Staatswesen. Wir müssen eigentlich zumindest auf dem Papier davon ausgehen, dass die kantonalen Parlamente eine sehr starke Rolle haben, gerade auf subnationaler Ebene. Ob das tatsächlich so ist, das wollten wir auch in unserem Buch untersuchen. Nun, ich habe 20 Minuten Zeit, um 450 Seiten vorzustellen und 14 Beiträge. Das heißt, ich kann das nur schlaglichtartig machen und ich kann leider, ich habe es am Anfang versucht, aber es geht einfach nicht, in 20 Minuten 14 Beiträge vorzustellen. Ich werde aber trotzdem etwa die gute Mehrheit davon, wie gesagt, schlaglichtartig präsentieren. Andere finden Sie hier anhand der Posters dargestellt, beispielsweise zur Frage des Lobbying im Parlament, wie weit Parlamentarier selbst auch Lobbyisten sind, ein Beitrag von Fritz Sager und Lynn Pleger, das finden Sie hinten rechts beispielsweise, es hat aber noch andere, die wir jetzt quasi nur mit dem Poster dargestellt haben. Ich möchte beginnen, und zwar zum Einstieg ein bisschen mit dem Innenleben des Parlaments, nämlich mit der Frage, wie die Konfliktfronten sind im Schweizerischen Parlament, hier insbesondere im Nationalrat, wie sich das im Verlauf der letzten 20 Jahre entwickelt hat. Wir haben hier eine Abbildung
mit den verschiedenen Koalitionen. Und Daniel Schwarz von Smart Monitor hat uns freundlicherweise die ganz aktuellen Daten auch der Sommersession 2018 zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir gehen hier über das Buch hinaus und können hier wirklich aufzeigen, wie zurzeit das Parlament tickt, wie es funktioniert. Es sind vor allem drei Befunde, die ich hier herausheben möchte. Erstens, der klassische Links-Rechts-Konflikt zwischen SP und dem Bürgerblock ist nach wie vor der dominierende Konflikt, allerdings seit 20 Jahren eigentlich fortlaufend abnehmend. Zweitens, gleichzeitig nimmt die Bedeutung auch gerade in dieser Legislatur der Anti-SVP-Allianz zu. Das heißt, die Position der SVP aus isolierter Kraft hat nochmals an Bedeutung gewonnen. Und drittens, meines Erachtens ein wichtiger Befund, das sehen wir hier anhand des letzten Koalitionsmusters, die sogenannte Konkordanzkoalition mit den vier großen Regierungsparteien, dass die zusammenspannen und gemeinsam sich für eine Vorlage einsetzen, das hat noch einmal auch in der 50. Legislatur abgenommen. Also ein Ausdruck der zunehmenden Konfliktualität im Schweizer Parlament. Wir haben auch ganz aktuelle Daten zum Koalitionserfolg, also nicht nur die Frage der Häufigkeit, sondern welche Koalitionen jetzt im Nationalrat erfolgreich sind. Da sehen wir quasi spiegelbildlich, dass der Erfolg der bürgerlichen Parteien nach wie vor am häufigsten eintritt. Allerdings fast gleich häufig der Misserfolg der isolierten SVP. Also die SVP, gerade auch in dieser Legislatur, wenn sie alleine antritt, und das macht sie eben recht häufig, dann ist sie noch weniger erfolgreich als in den vergangenen Legislaturperioden. Mit anderen Worten, die SVP kann ihre Wahlerfolge nicht in Parlamentserfolge ummünzen, sondern steht häufig alleine da. Es gibt einen Lichtblick für die SVP und das sehen wir hier im vierten Koalitionsmuster mit dem rechtsbürgerlichen Erfolg. Das heißt, wenn sie mit der FDP zusammenspannt, dann war sie gerade in dieser Legislatur nicht ganz überraschend, weil sie gemeinsam ja die Mehrheit stellen, SVP und FDP im Nationalrat, dass sie hier erfolgreicher waren als etwa die Mitte-Links-Koalition. Das also soweit ein bisschen zum Einstieg. Ich möchte als nächstes auf die Gesetzgebungstätigkeit des Parlaments zu sprechen kommen. Eine der wichtigsten Aufgaben des Parlaments ist ja die Initiierung von parlamentarischen Vorstößen. Und ich habe gemeinsam mit Jonas Brüschweiler diese Vorstöße untersucht über den Zeitraum der letzten 20 Jahre. Und wir stellen fest, dass die häufig geäußerte These der Vorstoßflut in der Tat zutrifft. Das Parlament macht immer mehr Vorstöße, ist dabei aber nicht besonders erfolgreich. Viele Vorstöße finden keine Mehrheit. Der Grund hier, die meisten Vorstöße, weitaus die meisten Vorstöße, kommen entweder von ganz links oder von ganz rechts, also von den Polparteien, sehr wenig aus der politischen Mitte. Der erfolgreiche Vorstoß, quasi das Patentrezept dazu, zeigen die statistischen Analysen, weist vor allem drei Merkmale auf, nämlich, dass er aus der politischen Mitte kommt, idealerweise von der CVP-Fraktion, von einer Kommission eingereicht wird, dort die Unterstützung einer Kommission hat und schließlich vom Ständerat als Erstrat behandelt wird. Nun, das Parlament hat verschiedene Möglichkeiten, nicht nur Gesetze zu initiieren, sondern auch die Regierung zu kontrollieren. Und das schärfste Schwert, welches das Parlament hat, ist die Einsetzung einer PUC, einer Parlamentarischen Untersuchungskommission. Anna Storz und Jean Müller haben in ihrem Beitrag untersucht, was eigentlich mit all den PUC-Anträgen passiert ist, die seit der letzten PUC, das heißt seit der PUC zu den Missständen beim Bund, bei der Pensionskasse des Bundes 1995, was mit all diesen geschehen ist. Und sie stellen fest, dass diese rund 30 Anträge zur Einsetzung einer PUC alle im Parlament keine Mehrheit gefunden haben. Also nicht einmal diejenigen beispielsweise, die zum Swissair Grounding eine PUC einsetzen wollten, fanden eine Mehrheit im Parlament. Sie sagen, das hätte vor allem zwei Gründe. Der eine Grund läge bei den Antragstellern.
Das heißt bei den Parteien, weil es vornehmlich auch wieder die Polparteien sind, die diese Vorstöße gemacht haben. Das garantiert mediale Aufmerksamkeit, aber in der Regel nicht die Unterstützung der politischen Mitte, etwa gerade auch der CVP, die eben notwendig ist, um eine Mehrheit zu erhalten. Ein zweiter Grund liegt darin, dass die vorhergehenden PUC dazu geführt haben, dass man verschiedene Kontrollorgane eingeführt hat, beispielsweise Stärkung der Geschäftsprüfung durch eine Geschäftsprüfungsdelegation, Schaffung einer Finanzdelegation, Stärkung der eidgenössischen Finanzkontrolle, parlamentarische Verwaltungskontrolle, die geschaffen wurden. All das hat dazu geführt, dass das Parlament eigentlich der Meinung ist, wir haben heute genügend starke Kontrollorgane und brauchen nicht zusätzliche parlamentarische Untersuchungskommissionen. In einem weiteren Beitrag haben wir uns schließlich die Frage gestellt, ja, wer macht eigentlich die Gesetze? Ist es das Parlament oder ist es nicht vielmehr der Bundesrat? Weil der Bundesrat macht in der Regel die Botschaft, also die Vorarbeit, und das Parlament behandelt dann diese Botschaften, wenn es nicht beispielsweise eine parlamentarische Initiative ist. Was wir feststellen ist, dass der Einfluss des Parlaments gemessen an den veränderten Bundesratsvorlagen erstaunlich stabil geblieben ist, teilweise sogar über die Zeit etwas zugenommen hat. Und gerade auch bei wichtigen Vorlagen, sei das aus dem Finanzbereich oder in der Sozialpolitik, durchaus grundlegende Veränderungen vornimmt. Und es ist eigentlich erstaunlich, wenn man die Zunahme der Geschäfte anschaut. Also wir sehen hier 96 bis 2005, waren das 442 Bundesratsvorlagen, von 2006 bis Ende 2017 1356. Also trotz stark steigender Geschäftslast nimmt das Parlament immer noch bei etwa 40% der Vorlagen Veränderungen, teilweise auch starke Veränderungen vor. Nun, was passiert aber, wenn sich Parlament und Regierung nicht einigen können? Ist das ein Phänomen, das zugenommen hat? Daniel Schwarz und Jan Fifa haben das untersucht für die letzten 20, 25 Jahre. Sie kommen zum Befund, dass wir hier eigentlich uns dass da kein Grund zur großen Sorge besteht, denn es sind nur etwa 3% aller Fälle, die tatsächlich dann scheitern, also diese Regierungsvorlagen, die dann im Parlament effektiv scheitern. Allerdings stellen sie eine Zäsur fest, nämlich im Jahr 2003, als die Bundesräte Blocher und Merz gewählt wurden. Ab diesem Zeitpunkt hat sich der Anteil der gescheiterten Regierungsvorlagen verdoppelt. Das ist immer noch auf einem tiefen Niveau, aber nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher Mehrheitsverhältnisse und auch einem selbstbewussteren Parlament scheitern eben Regierungsvorlagen heute häufiger. In weiteren Beiträgen, jetzt beispielsweise in demjenigen von Serena Dick, wurde der Frage nachgegangen, wie eigentlich das Zusammenspiel funktioniert zwischen National- und Ständerat. Ihr Befund, die Differenzen, genau auch wiederum betrachtet, jetzt in diesem Fall am Beispiel der Differenzbereinigungsverfahren, die Differenzen haben zugenommen im Verlauf der letzten Jahre, auch gerade in der laufenden Legislatur. Wir sehen hier den Anteil der Nulldifferenzen, also wo eben die beiden Räte vollständige Übereinstimmung haben. Dieser Anteil hat abgenommen. Hingegen diejenigen, wo wir 5 oder 6 Differenzen, also bis zu 3 Beratungsrunden haben, dieser Anteil ist gerade auch in der laufenden Legislatur größer geworden. Es ist zweitens auch der Frage nachgegangen, welcher Rat jetzt eigentlich der einflussreichere Rat ist. Und sie konnte hier eigentlich die ältere Forschung bestätigen. Es ist der Ständerat, nicht nur weil er homogener und geschlossener auftritt, sondern weil er häufiger der Erstrat ist und damit die ersten Pflöcke einschlagen kann und konsequent bis am Schluss diese Agenda-Setting-Vorteile zu nutzen weiß. Ja, was geschieht dann, wenn diese Differenzbereinigung zu keinem Erfolg führt? Rahel Freiburg hat zum ersten Mal diese Einigungskonferenzen untersucht. Die Einigungskonferenzen, das ist ja quasi der Moment, wo das Zweikammersystem zu einem Einkammersystem, zumindest vorübergehend wird, wenn die beiden vorbereitenden Kommissionen zusammenkommen und einen Einigungsantrag ausarbeiten müssen. Sie hat festgestellt, dass
die Zahl der Einigungskonferenzen auf dem Vormarsch sind. Wir haben heute mehr. Wir haben zurzeit in der noch laufenden Legislatur, die ja eben noch nicht beendet ist, einen Höchststand von 10 Einigungskonferenzen. Allerdings kann man auch sagen, dass in etwa 10% der Fälle dann am Schluss wirklich gar keine Einigung zustande kommt. In der großen Anzahl der Fälle haben wir dann am Schluss einen Kompromiss zwischen den beiden Kammern. Gerade im Bereich des Finanz- und Steuerwesens, das zeigt die zweite Abbildung, haben wir sehr viele Einigungskonferenzen. Das heißt, dort sind offenbar die Präferenzen unterschiedlich zwischen den beiden Räten, hängt aber auch mit der Besonderheit der sogenannten Budgetdebatte zusammen. Auch noch andere Bereiche wie die Gesundheitspolitik oder wenn es um institutionelle Fragen des Parlaments geht, haben wir häufiger Einigungskonferenzen. Nun, wir haben jetzt vor allem die politische Elite, die politischen Institutionen angeschaut. Mark Bühlmann hat in einer Langfristanalyse, einer historischen Analyse bis zurück ins 19. Jahrhundert untersucht, wie weit der Graben zwischen der politischen Elite, sprich dem Parlament, und der politischen Basis, der Stimmbevölkerung, wie sich der verändert hat. Er zeigt hier sehr schön auf, dass gerade seit Ende des Zweiten Weltkriegs diese Differenzen nicht zugenommen haben, wie man vielleicht annehmen könnte, wenn man an prominente Beispiele auch der jüngsten Zeit denkt, Unternehmenssteuerreform, AV-Vorlage. Wenn wir eben alle Vorlagen betrachten, dann sehen wir, dass diese Differenz kleiner geworden ist und offenbar gerade viele Abstimmungen auch dazu führen, dass hier sich die Einstellungen der Elite und des Volkes sich annähern. Also hier quasi ein gegenteiliger Befund zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt, diejenige des Milizsystems. Haben wir heute eigentlich noch Milizpolitiker? Pirmin Bundi, Daniela Eberle und Sarah Bütikofer haben in einer breit angelegten Online-Umfrage bei eidgenössischen und kantonalen Parlamentariern danach gefragt, wie viel Zeit verwendet wird für das eigene politische Mandat. Ihre Befunde sind sehr interessant, denn sie zeigen große Unterschiede zwischen Bund und Kantonen. Das heißt, auf Stufe Bund haben wir faktisch Profipolitiker. Das heißt, im Durchschnitt wendet ein Nationalrat oder eine Nationalrätin 2/3 ihrer Arbeitszeit für das politische Mandat auf, ein Ständerat sogar 3/4 seiner Arbeitszeit. Ganz anders sieht es in den Kantonen aus. Da ist der Anteil einer Vollzeitstelle bei weitem nicht erfüllt. Das heißt, das liegt dann etwa bei 20%. Es gibt aber auch hier große Unterschiede. Kanton Genf hat quasi ein halbprofessionelles Parlament. Da wird immerhin 40% verwendet, eine Vollzeitstelle für das politische Mandat. In Glarus und Appenzell-Innerrhoden, den beiden aktiven Landsgemeindekantonen, dort schwankt dieser Anteil von 5-7%. Dort können wir also getrost noch von Feierabendpolitikern sprechen. Und damit sind wir eigentlich schon bei den kantonalen Parlamenten angelangt. Rolf Wirz hat in einer mehrjährigen Studie untersucht, wie einflussreich jetzt gerade die Parlamente im Vergleich gegenüber der Regierung, aber auch untereinander sind. Das heißt, er hat die Wahlkompetenzen, die Gesetzgebungsrechte und auch die Kontrollfunktionen des kantonalen Parlaments über alle 26 kantonale Parlamente untersucht. Und das hier ist sein Ergebnis. Also wenn Sie jetzt diese Grafik anschauen, da steckt etwa 3 Jahre Arbeit dahinter, weil man hier dann wirklich bei allen kantonalen Parlamenten die entsprechenden Informationen einholen musste. Was wir hier sehen, ist wieder ein ähnliches Bild, der Kanton Genf an der Spitze. Das heißt, hier haben wir das professionellste, das auch dasjenige Parlament, das wirklich auf Augenhöhe mit der Regierung steht. Dann folgen die kantonalen Parlamente aus Basel-Land und Bern schon an dritter Stelle. Dann ganz am Schluss wieder eher die ländlichen Kantone, mit Ausnahme von Basel-Stadt, ganz am Schluss die beiden Appenzeller Parlamente. Appenzell-Innerrhoden ist nicht so, dass dieser Kanton nicht erhoben wurde, sondern der hat einfach bei allen Indizes am schlechtesten abgeschnitten und hat deshalb hier 0 Punkte. Das heißt, ein insgesamt sehr schwaches Parlament. Alexander Ahrens geht im Rahmen seiner Dissertation und
auch im Rahmen dieses Buchbeitrags der Frage nach, welchen Einfluss haben jetzt die kantonalen Parlamente im Rahmen des horizontalen Föderalismus, sprich, wenn es um den Abschluss von interkantonalen Verträgen wie Konkordate geht. Wir kennen diese Konkordate, HARMOS, Hooligan-Konkordat, Stipendien-Konkordat. Und das ist in der Regel eine Sache der kantonalen Regierungen. Alexander Arends hat untersucht, wie jetzt der Einfluss der kantonalen Parlamente ist bei der Ausarbeitung und auch Verabschiedung dieser Verträge. Auch hier wieder ein ähnliches Bild. Genf an der Spitze, das heißt, hat die meisten Einflussmöglichkeiten auf den Abschluss dieser interkantonalen Verträge, auf diese Konkordate, dann Basel-Stadt, Waadt, Fribourg und am Ende dann wieder die beiden Landsgemeindekantone. Also hier auch wieder ein starkes Ost-West-Gefälle und vor allem geringer Einfluss derjenigen Parlamente, die über eine Landsgemeinde verfügen. So, und jetzt wechsle ich zum Abschluss die Perspektive, quasi von der Frosch- zur Vogelperspektive. Wie lässt sich nun das Schweizer Parlament in den internationalen Vergleich einbetten? Haben wir jetzt ein insgesamt einflussloses oder einflussreiches Parlament? Martina Flick-Witzig und Julian Bernauer haben versucht, anhand verschiedener Dimensionen die Stärke des Parlaments im internationalen Vergleich zu erheben. Es gibt verschiedene Zugangsweisen, wie man das machen kann. Eine ist, dass man die rechtliche Kompetenz untersucht. Das heißt, man schaut mal, was für Kompetenzen hat ein Parlament eigentlich auf dem Papier, in der Verfassung. Da sehen wir, dass das Schweizer Parlament sehr gut abschneidet, den Spitzenrang einnimmt. Das hängt damit zusammen, dass wir ein nicht-parlamentarisches System haben. Das Parlament hat eine sehr unabhängige Stellung gegenüber der Regierung. Es hat aber auch viele Initiierungsrechte, gerade bei der Gesetzgebung, kann die Regierung wählen, hat auch Kontrollkompetenzen. Wenn wir die tatsächlichen Befugnisse anschauen, dann sehen wir, da geht der Glanz schon etwas weg. Da ist die Schweiz im hinteren Mittelfeld zu finden. Hier wird zusätzlich berücksichtigt, beispielsweise, ob eine institutionelle Opposition besteht in Form einer starken Oppositionspartei, einer reinen Oppositionspartei. Auch beispielsweise wird berücksichtigt, dass Gesetze am Schluss eben vor das Volk müssen und damit das Parlament nicht das letzte Wort hat. Und schließlich, wenn man die Ressourcen anschaut, dann sind wir auf dem drittletzten Platz. Nur das isländische und spanische Parlament hat noch weniger Ressourcen, das heißt beispielsweise gemessen am Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentarier oder der Infrastruktur der Parlamentsdienste. Also je nachdem haben wir eine ganz unterschiedliche Einschätzung des Parlaments in Bezug auf seinen Einfluss, seine Macht. Damit komme ich zum Fazit. Ich möchte drei Punkte herausheben. Zunächst einmal, das Bundesparlament ist ein zunehmend aktives Organ, gerade in der Gesetzgebung, wenn wir daran denken, dass in 20% der Fälle der Gesetzgebung die parlamentarische Initiative eine sehr wichtige Rolle spielt, hier also das Parlament von sich aus selbst ganz aktiv wird, auch wichtige Vorlagen stark abgeändert werden. Etwas weniger stark ist der Einfluss bei der Kontrolle der Regierung. Das hängt eben mit den beschränkten Ressourcen, den finanziellen und personell beschränkten Ressourcen zusammen. Ein zweites Fazit: Elite-Konflikte haben zu, Elite-Basis-Konflikte haben hingegen abgenommen. Wir sehen, dass die Polarisierung innerhalb des Nationalrates, beispielsweise mit der Abnahme der Konkordanzkoalition, dass die Konflikte zwischen National- und Ständerat zugenommen haben, zwischen Parlament und Regierung ebenso, dass aber gleichzeitig die Unterschiede zwischen Parlament und Volk bei Volksabstimmungen langfristig betrachtet abgenommen haben. Dritte Erkenntnis: kantonale Parlamente sind von verschiedenen Seiten unter Druck. Das kantonale Parlament ist eigentlich in einer Sandwich-Position, von unten, von den Gemeinden auf der einen Seite, vom Bund, von oben auf der anderen Seite, aber auch haben wir starke Regierungen, die eine sehr wichtige Rolle spielen, gerade beim Abschluss dieser interkantonalen Verträge.
Dann die geringe Professionalisierung, die wenigen Ressourcen, das haben wir auch gesehen, führen dazu, dass die kantonalen Parlamente ihre Kompetenzen eben nur teilweise wahrnehmen können. Und dann haben wir auch eine deutlich stärker ausgebaute direkte Demokratie, etwa mit dem Finanzreferendum, das wir auf Bundesebene nicht kennen. All das führt dazu, dass wir eine relativ schwache kantonale Legislative haben. Allerdings, es gibt beträchtliche Unterschiede. Gerade in der französischsprachigen Schweiz, etwa im Kanton Genf, haben wir ein vergleichsweise starkes Parlament. Das gilt gar nicht für die Ostschweiz und noch weniger für die Landsgemeindekantone. Damit bin ich am Schluss meiner Präsentation angekommen. Ich möchte noch einen Dank aussprechen allen Autorinnen und Autoren, die an diesem Buch mitgewirkt haben. Es ist ein Gemeinschaftswerk, vor allem von Politologinnen und Politologen der Uni Bern. Auch allen Workshop-Teilnehmenden möchte ich ganz herzlich danken. Das sind vor allem Vertreter aus den Parlamentsdiensten, die uns vor einem Jahr, als wir diese Beiträge präsentiert haben, den Spiegel der Praxis vorgehalten haben und gesagt haben, was gut und auch was weniger gut ist, worauf die Beiträge auch noch einmal überarbeitet wurden. Der Forschungsstiftung Uni Bern und der Burggemeinde Bern, dass sie die Druckkosten des Buches übernommen haben, dem NZZ Libro Verlag und der Verlagsleiter darf ich heute auch herzlich begrüßen, Herr Hoffmann, wo das Buch erscheint. Kerstin Nebel vom IPW, von unserem Institut, die dafür gesorgt hat, dass alles funktioniert, vom Layout des Buches bis zum heutigen Anlass. Ganz herzlichen Dank, Kerstin. Dann dem Verein SmartVote Smart Monitor, die uns aktuelle Daten zur Verfügung gestellt haben. Der Zeitschrift De Facto, diese Online-Zeitschrift, wird ab morgen alle, mehr oder weniger alle Beiträge online schalten, Schritt für Schritt, in einer kurzen, populären Fassung. Da können Sie alles in Ruhe noch einmal nachlesen. Dem Politforum Bern, dass wir hier diese Veranstaltung durchführen können, und dem Wiekeller und auch Bonap für den Apero. Da müssen Sie allerdings noch warten, den müssen Sie sich erst noch verdienen. Jetzt gebe ich Thomas wieder das Wort. Die ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie auch noch, was wir heute diskutiert haben, nachschauen möchten, dann können Sie das ebenfalls tun auf unserem YouTube-Kanal oder auf der Webseite. Und in dem Sinne auch noch ein Dank an die Technik. Es ist eine gemeinsame Aufgabe und wir lernen auch bei der Technik dazu. Besten Dank, Christian Schell, der dort hinten sitzt. Dann gehe ich mal ganz kurz schauen, ob das Publikum hier unten noch da ist. Gut, dann, Sie sind noch hier. Schließlich begrüße ich jetzt ganz herzlich auch die Podiumsteilnehmenden des heutigen Abends, Ständerat Andrea Caroni, Nationalrätin Flavia Wasserfallen, Adrian Vatter, den wir schon gehört haben, und dann Sarah Bütikofer von der Uni Zürich, und diesmal meine ich die Uni Zürich, ich begrüße euch ganz herzlich, darf ich euch bitten, Platz zu nehmen, ihr werdet jetzt dann gerade diese Diskussion eröffnen. Aber Moment, kurz, ich möchte, dass ihr hier vielleicht schon sitzt, weil ihr habt eine Aufgabe, ihr müsst etwas zuhören. Weil zwischendurch ist es so, dass das Parlament auch musikalisch inspiriert. Ich kenne das ein bisschen, diejenigen aus Bern, die wissen vielleicht, ich bin Mitglied, freiwilliges Mitglied der Berner Stadtratsparlamentsband, die heißt Fraktionszwang. Und ich weiß auch, dass Andrea Caroni der Schlagzeuger des Bundesparlamentes ist. Wir sind schon gemeinsam aufgetreten. Das ist dann der Fall, zumindest bei mir. Wir sind oder wir waren Politiker, die Musik machen, das ist das eine. Viel spannender, musikalischer ist aber der umgekehrte Fall, eben ein Musiker, der Politik macht. Und in dem Sinne begrüße ich jetzt Ben Vatter. Er ist Kabarettist mit einem Hochschuldiplom in Trompete und Komposition. Er ist Chorleiter und Bärentreck-Preisträger. Und er ist seit Herbst 2017 mit dem ersten Soloprogramm unterwegs, was heißt Quetterle. Und bringt uns heute seinen Beitrag zum Parlament. Grüß euch miteinander.
In welchem Job hast du solche Privilegien wie da hier? Wenn würde das nicht verlocken, im Saal das rumhocken, chli schnurren, ohne viel Verpflichtung tun, als wäre als Schambar wichtig, wirklich etwas leisten, das musst du nie. Von jedem Pieps von uns sind die Journalisten total Fan und fressen uns durch das Band, begeistert aus der Hand. Was wir neben dem auch besonders schätzen, das Kalt, das können wir selber setzen. Tja, wir sind halt äußerst souverän. Was könnte das für ein Job sein, 20 Kate in dem Moment? Ich habe einen Sitz im Schweizer Parlament. Dort vorne, gerade beim Rednerpult, ist gäng ein grosses Drück. Am Mikrofon gar reden, das will jetzt wirklich jeder. Im besten Hemd mit Krawatte, mit ihr Parlamentsdebatte, das scheint unser allergrösstes Glück. Dabei ist das, was ihr dort vorne seht, ja nur eine Show, recht unterhaltend zwar, doch die Meinungen sind klar. Wir haben, denke ich, unsere Positionen aus Fraktionen und Kommissionen, das Glier am Pult, das kümmert keine Sau. Ihr seid vielleicht schockiert und protestiert vehement. Das sei doch dekadent und auch enorm impertinent. Ja, Entschuldigung, so geht's im Parlament. Das Einzige, was du wirklich gut musst können, ist Pralaken und auch eine Spur Narzissmus sollte nicht fehlen. Neben dem hat das Ganze höchstens noch einen munzig kleinen Haken. Du musst dich leider alle 4 Jahre wählen. Doch wenn man gewisse Regeln kennt, ist das nicht allzu schlimm. So darf ich hier verraten, 3 Jahre muss gar nichts geraten. Im 4. erst sollte etwas gelingen, was du kannst in den Medien bringen. Schließlich zählt jetzt langsam jede Stimme. Und eine Option, die hast du noch gäng, es ist gut, wenn das erlickst. Ein herziger Skandal, ein Jährli vor der Wahl. Natürlich musst du dann gross bereuen und dich nicht gerade deutlich freuen, dass du von allen Titelseiten blickst. Und plötzlich finden alle Leute, oh ja, das ist konsequent. Du siehst zwar delinquent und jetzt trotzdem transparent. Man macht dir Kompliment, du wirst unglaublich prominent und schon bist du wieder drin im Parlament. Ganz besonders amüsant ist vor der Wahl vom Bundesrat die Nacht der langen Messer. Sie wissen es halt nicht besser. Die lange Nacht der Esser, wenn schon, und die strammen Trinker kennen schon. Ändern tut sich nicht mehr am Resultat. Ja, ich könnte noch viel erzählen, aber eines ist vorbei. Darum lasse ich euch in Ruhe. Ihr habt wahrscheinlich genug. Doch solltet ihr jetzt gleich darauf planen zu wissen, wie es wäre weitergegangen, kommt der Schluss als kleines Trüberie. Du arbeitest effizient und bist gegen Finden resistent. Bezwingst die Konkurrent mit altbekannten Argumenten. Hast zwar nicht viel Talent, doch kletterst trotzdem permanent. Gleich führst Departement, du wirst noch Bundespräsident. Bist voll im Element, ein europäisches Monument. Regierst den Kontinent, du gleich schon das ganze Firmament. Und alles dank dem Schweizer Parlament. Guten Abend, ich bin Sarah Bütikofer und ich begrüße Sie auch von meiner Seite ganz herzlich zu diesem heutigen Anlass. In der nächsten halben Stunde möchten wir sozusagen einen Praxistest machen. Wir wollen nämlich Adrian Vatter, der Herausgeber dieses Buches, welches er Ihnen so eben vorgestellt hat, mit der Beurteilung durch 2 Parlamentsmitglieder konfrontieren. Anschließend an unsere Einschätzung und Diskussion hier auf dem Podium haben dann auch Sie die Gelegenheit, einige Fragen zu stellen. Die Einladung von Flavia Wasserfallen und Andrea Caroni erfolgte natürlich nicht ganz zufällig. Sie haben beide vieles, das sie vereint, und einiges, das sie trennt. Ich möchte Ihnen also zuerst die beiden vorstellen. Flavia Wasserfallen blickt auf eine langjährige politische Karriere zurück. Auf verschiedenen Ebenen und Funktionen war sie bereits tätig. 2002 ist sie als erst 23-jährige Studentin in den Grossen Rat vom Kanton Bern gewählt worden und dort auch 10 Jahre geblieben. Nach Abschluss des Studiums der Politikwissenschaft hat sie im Bundesamt für Energie gearbeitet, bis sie 2012 die Co-Generalsekretärin der SP Schweiz wurde. Diese Funktion gab sie erst im Mai von diesem Jahr ab, da sie in den Nationalrat nachrutschte. Ich habe sie vorgängig gefragt, wann sie wusste, dass sie auf der nationalen Ebene Politik machen wolle.
Sie hat mir dann gesagt, dass das Amt in der Bundesversammlung eigentlich nie ihr Lebensziel war, aber dass sie schon sehr früh politisiert wurde und als ganz junge Frau einfach mal gewagt hat zu kandidieren, damals für den Grossen Rat und auch gleich auf Anhieb gewählt wurde. Sie war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Andrea Caroni hingegen kennt das Bundeshaus schon seit 10 Jahren. Sein Weg führte direkt in die nationale Politik. Nach Studium und Promotion in Rechtswissenschaft war er persönlicher Mitarbeiter von Altbundesrat Merz. Von 2011 bis 2015 war er Nationalrat und seit 2015 vertritt er den Kanton Appenzell-Ausserrhoden im Ständerat. Er ist Mitglied der Staatspolitischen Kommission und der Rechtskommission und interessiert sich stark für die politischen Institutionen der Schweiz. Neben der Politik arbeitet er auch noch als Anwalt in Herisau und ist Lehrbeauftragter für öffentliches Recht an der Universität St. Gallen. Auf die Idee, für den Nationalrat zu kandidieren, ist er ganz unverhofft gekommen, hat er mir erzählt. In Appenzell-Ausserrhoden wurde überraschend der einzige Sitz frei, als er sich gerade zu Studienzwecken in den USA befand. Dort hörte er einen Vortrag eines Gouverneurs, der sagte, die Jungen sollten einfach mehr Mut haben, zu kandidieren für politische Ämter. Denn alle Gewählten hätten eine gemeinsame Eigenschaft. Sie hätten es einmal gewagt. Andrea Caroni hat es auch gewagt, für die FDP kandidiert und ist auch gleich gewählt worden. Frau Wasserfall, vorher haben wir Ben Vatter zugehört und seinem Song. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Ja, guten Abend erstmal auch von meiner Seite. Ich bin sehr gerne gekommen und habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und natürlich der Einstieg in die Diskussion mit diesem Lied war schön. Ich musste eigentlich dauerschmunzeln. Es ist eine schöne Karikatur. Und wie es so bei Karikaturen ist, trifft sie doch bei einigen Sachen auch den wunden Punkt oder Eigenschaften, die durchaus vorhanden sind. Und was dann tatsächlich dann noch übrig bleibt, ist ja dann zum Glück vielleicht noch möglich in der Diskussion um das Buch, wo einige Sachen dann noch ernster beleuchtet werden. Aber es ist schon eine gute Karikatur und ich musste denken beim Zuhören, zum Beispiel, dass es alle an das Mikrofon drängt immer und dass da eine Schlange ist und alle möglichst viel sprechen wollen. Ich war recht schockiert, weil im Grossen Rat durften wir auch immer reden, wenn wir wollten. Das war ziemlich ja, nicht so stark formalisiert und im Nationalrat ist es sehr streng. Viele Debatten laufen auch so, dass nur die Kommissionssprecher sprechen dürfen. Das war auch mein erstes Geschäft, übrigens aufgrund eines erfolgreichen Vorstoßes von Andrea Caroni. Und wenn dann Volksinitiativen besprochen werden, dürfen alle sprechen und dann gibt es diese 70 Rednerinnen und Redner, die nach vorne drängen und dann kommt eben auch wieder dieser Aspekt zum Zuge. Aber sonst ist es wirklich recht streng organisiert, wie wir debattieren. Herr Caroni, warum tun Sie sich dieses Amt an? Können Sie uns die wichtigsten 3 Punkte nennen für Sie? Das ist jetzt nach dieser Einführung des Politikerdaseins eine etwas seltsame Frage. Ich denke, es hat allen eingeleuchtet, warum man das werden will. Also auch von mir guten Abend, danke vielmals für die Einladung. Ich erlebe ein Wechselbad der Gefühle heute Abend. Ich habe die Vorstellung von Adrian Vatters herausgegebenen Buch gehört und gedacht, das ist etwas vom Besten, was ich je über den Schweizer Parlamentarismus hörte. Aber dann kam Ben Vatter. Und ich bin jetzt nicht ganz lustig, wer jetzt da wirklich auf dem Olymp der Analyse steht, weil ich muss sagen, das war jetzt etwas vom Besten, was ich je über den Parlamentarismus hörte. Getoppt vielleicht nur noch durch meinen Lieblings-Kantautore Reinhard May, der in den 70er Jahren sang, ich nehme an, das Lied stand Pate bei diesem Lied, was gibt es Schöneres auf Erden, als Politiker zu werden? Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei. Das stand Pate. Aber warum man sich das antut, also man hat ja sehr viele Benefits, wenn man die persönlichen Vorlieben mitbringt, die man hier ausleben kann. Also mein Weg in die Politik, übrigens, ich habe kommunal angefangen, das war überhaupt nicht themengetrieben. Also es gibt ja Leute, die wachen eines Tages als Teenager auf und sagen, ich muss die Delfine retten oder ich muss Hornkuh-Subventionen fördern oder irgend so etwas. Und das war ein Moment, hatte ich nie, sondern ich wachte eines Morgens auf oder das wuchs langsam, dass ich sagte, ich debattiere gerne. Und mich interessiert das Gemeinwesen, wie das funktioniert. Und am liebsten würde ich mit den Leuten im Gemeinderat, wo ich dann landete, über dieses Gemeinwesen debattieren, aber ohne unglaublichen inneren Kompass in dem Moment. Und über die Zeit
verfestigte sich dieser und mittlerweile bin ich bei den erzliberalen Fahnenträger und habe auch das Gefühl, das sei schon damals gewesen, aber damals wusste ich das vielleicht noch nicht. Es ist diese Mischung aus mit den Leuten reden. Wir sitzen ja auch alle gerne vor Leuten und präsentieren unsere Ideen. Das ist der Narzissmus, den Ben Vater angesprochen hat. Auch mit der Liebe zur Analyse, das ist, was uns Wissenschaftler vereint. Und der Wunsch, mitzubestimmen und mitzugestalten nach dem Motto, das auch die Jungfreisinnigen jeweils hatten. Also quasi, wenn du nicht bestimmst, dann bestimmen die anderen über dich. Es gibt nur Gründe, mitzumachen. Wunderbar, ich sehe keinen, nicht das mitzumachen. Waren Ihre drei Punkte, also Narzissmus, Analyse genau. Und mitmachen. Nun, Herr Vater, auch Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit Politik, allerdings eben nicht als Politiker, sondern als Wissenschaftler. Warum sind Sie Politikwissenschaftler geworden? Ja, ich glaube, dass ich bestimmte Eigenschaften der Politiker einfach nicht habe. Und in der Tat, wenn eine, dann doch eher diejenige der Analyse. Aber auch bei mir gab es natürlich, so, wenn man so will, Politisierungserlebnisse. Dort, wo ich als Jugendlicher aufgewachsen bin, in diesem Haus hat Leni Robert und Joy Matter gelebt. Und da habe ich tagtäglich mitgekriegt, was das heißt, Nationalrätin zu sein, jede Woche so viel Post zu kriegen und das durchzuarbeiten, eben als Milizpolitikerin eigentlich kaum möglich. Aber dann auch quasi die Finanzaffäre im Kanton Bern wirklich hautnah zu erleben. Und dann auch der Sieg der grünfreien Liste und der Sozialdemokraten in einem bürgerlichen Kanton, dass so etwas möglich war. Also diese auch ganz großen Überraschungen in der Politik, das hat mich schon geprägt. Ja, dann wollen wir doch jetzt gleich ein bisschen konkreter auf das Buch eingehen, das Sie ja alle entweder geschrieben, herausgegeben oder gelesen haben. Frau Wasserfallen, ich habe gesehen, Sie haben einen Tweet abgesetzt, als Sie das Manuskript erhalten haben. Und ich habe mich dann gefragt, welches Kapitel haben Sie zuerst gelesen? Was hat Sie am meisten interessiert, als Sie durch das Inhaltsverzeichnis gingen und sich mit der aktuellen Schweizer Parlamentsforschung befasst haben? Ja, also ich habe mich gefreut, als das Manuskript im Briefkasten gelandet ist und liegt auf der Hand. Ich als ehemalige Studentin von Adrian Vater, aber auch als Parlamentarierin, muss mich das interessieren, sonst stimmt etwas nicht. Und ich war dann etwas im Stress, weil das war vor ein paar Tagen und habe dann gedacht, ich schaue nicht die Kapitel an, sondern ich lese erst einmal die doch recht umfassende Übersicht. Und habe dann aber immer weitergelesen, weil ich schnell gemerkt habe, da ist sehr viel Fleisch am Knochen. Wir haben es vorhin in der Präsentation gehört, dass auch viele Gegenstände erstmalig untersucht wurden. Und da hat mich schon die Breite fasziniert. Und als ehemalige Kantonalparlamentarierin habe mich natürlich auch gefreut, dass diese Ebene einmal wirklich zum Zug kommt und untersucht wird und auch die Breite, die Vielfalt in der Schweiz dargestellt wird. Und natürlich dann als Parlamentarierin hat mich sofort auch beruhigt, dass doch mein Einfluss in den Entscheidprozess vorhanden ist, dass ich, wie es auf den Punkt gebracht wird, arm und glücklich bin als Parlamentarierin. Das heißt, wenig Ressourcen habe, aber doch einen Einfluss geltend machen kann. Und auch hier, wie im ganzen Buch, fällt dann die Antwort immer auch differenziert aus. Es kommt auch wieder auf das Thema drauf an. Und meine allererste Sitzung als Ersatz allerdings war in der Außenpolitischen Kommission im Mai. Und da durfte ich einen ganzen Tag lang mitdiskutieren oder auch zuhören. So macht man das ja am Anfang. Und wir haben wirklich 6 Stunden diskutiert, nichts entschieden. Und ich bin mit dem Eindruck nach Hause gegangen, dass der zuständige Außenminister dann doch wieder macht, was er will. Und das kommt ja auch im Buch vor, dass in der Außenpolitik und der zunehmenden Internationalisierung der Einfluss doch gering ist. Und ich konnte mich dann ein bisschen in die Haut von Tim Guldimann versetzen, der doch als, denke ich, sehr einflussreiche Spitzendiplomat dann plötzlich als Mitglied der SP in dieser Außenpolitischen Kommission gelandet ist und dann auch gespürt hat, dass da sein Einfluss recht begrenzt ist. Sie, Herr Coroni, haben mir gesagt, dass Sie eigentlich eine Mehrfachrolle einnehmen. Also Sie sind zum einen Parlamentsmitglied und Sie repräsentieren Ihren Kanton. Sie sind aber eigentlich auch Staatsrechtler. Sie sind eigentlich auch immer noch ein bisschen in der Forschung tätig. Politische Prozesse
werden aber auch evaluiert durch ihre Kommissionsmitgliedschaft und dann haben sie eigentlich auch die Möglichkeit, sogar das Parlamentsgesetz ganz direkt selbst zu verändern, eben als Mitglied der Staatspolitischen Kommission. Ich habe mich dann gefragt, was nützt Ihnen jetzt konkret dieses neue Werk zur Schweizer Parlamentsforschung? Wie können Sie das einfließen lassen in Ihre eigene Arbeit auf diesen verschiedenen Ebenen? Das hilft natürlich sehr, wobei ich muss mich jetzt auch outen, ich habe das Buch auch gelesen. Flavia Wasserfall und ich hatten ja so ein Duell unter Strebern. Wir haben beide vor 3 Tagen das Manuskript ungefähr erhalten und ich habe dann gesagt, komm, wir lesen es nicht. Mit dem Unterschied, dass ich zugegeben habe, dass ich es lesen will und du gesagt hast, du liest es nicht. Ich habe gesagt, komm, wir lesen es nicht, weil dann sind wir beide spontan. Sind wir beide spontan. Ich habe dann gesagt, ja gut, dann hast du gesagt, du liest die Einleitung. Dann habe ich gesagt, ich lese auch die Einleitung. Und ich habe gemeint, ich hätte nur die Einleitung. Dann habe ich gestern oder vorgestern im Zug begonnen mit der Einleitung. Ich habe ja das ganze Buch in Mäppchen gehabt, dann habe ich es halt gelesen. Und jetzt sind wir beide geoutet, also wir haben es beide gelesen. Und was das hilft, also ich bin ja vor allem staatsrechtlich unterwegs, als Jurist sowieso, auch als praktizierender Anwalt und noch ein wenig an der HSG. Und wir Juristen, wir haben ein Manko, uns fehlt eigentlich der Reality-Check. Also wir schauen immer nur die erste Kolumne an, was sind die rechtlichen Regeln und wir gehen dann implizit davon aus, dass der ganze Rest entspräche dem, die Realität und das Gelebte und die Ressourcen interessieren uns gar nicht so. Von dem her hilft mir dann der politologische Abgleich mit Facts and Figures natürlich, sehr. Oder wir, und auch in anderen Funktionen, wir als Parlamentarier haben oft so das Gefühl, unser Bauchgefühl, das stimme schon. Wir wissen schon, was die Bevölkerung will. Also irgendwie, häufig ist zum Beispiel die Aussage, die könntet ihr auch noch genauer mal analysieren als zusätzlichen Auftrag. Wenn wir um Initiativen reden oder Gegenvorschläge, dann weiß immer jeder, wie das funktioniert. Jeder sagt, ja, direkte Gegenvorschläge kommen nie an oder kommen immer an oder kommen nur an, wenn so und so. Oder jeder weiß genau, wie es beim Volk am Schluss an der Urne dann aussieht. Bei uns in der Kommission. Ich finde, diese Anmaßung, die stört mich. Es gibt Leute, mit dieser Vorlage kommt ihr nie durch oder mit dieser Vorlage kommt ihr sowieso durch. Und es fehlt mir irgendwie die Bescheidenheit des Parlamentariers zu sagen, wir haben keine Ahnung, was am Schluss an der Urne passiert, aber es könnte so oder so laufen. Und solche Zahlenwerke, die weisen uns manchmal auch in die eine oder andere Richtung hin. Aber darf ich gerade die Messe ein wenig nicht stören, aber bereichern, durch einen Vorschlag für die 7. Auflage dann vielleicht. Machen wir nachher. Das machen wir nachher. Ich wollte nämlich zuerst noch von Frau Wasserfall wissen, ganz konkret, wie fühlen Sie sich eigentlich, wenn Sie so Forschungsresultate über Sie lesen? Also Ihr Abstimmungsverhalten wird analysiert, Ihre Vorstöße werden gezählt, Ihre Erfolgsquoten werden berechnet. Wie geht das Ihnen, wenn Sie dann darüber lesen, wie Sie sich verhalten und wenn Sie auch wissen, dass Sie so unter Beobachtung stehen? Ja, also wenn ich mich eben noch in die Haut der Kantonsparlamentarierin zurückversetze, würde mich das jetzt stolz machen, weil wir immer das Gefühl hatten, dass wir da unter dem Radar ein bisschen durchschwimmen. Und jetzt fühle ich mich immer noch nicht so als nationale Parlamentarierin. Ich merke auch immer wieder, dass ich die Rolle als Generalsekretärin immer noch ein bisschen habe und immer noch in der Mehrzahl immer spreche und die SP und die SP und so. Und das muss ich noch ein bisschen lernen oder mich da in diese neue Rolle einbegeben. Natürlich jetzt auch beim Lesen habe ich schon gemerkt, dass wir auch immer wieder mit Dingen konfrontiert werden und da hilft natürlich unter Umständen, helfen dann solche Befunde schon auch aufzuzeigen, wie es dann tatsächlich aussieht, wenn der immer wieder beschworene Elite-Basis-Konflikt thematisiert wird, wie es dann tatsächlich aussieht mit den Zahlen, entfremdet sich hier das Parlament von der Stimmbevölkerung oder wie sieht es mit der Ressourcenausstattung aus, da ist man dann natürlich, ist es praktisch, wenn man auf wissenschaftliche Arbeiten verweisen kann, wenn es darum geht, sich rechtfertigen zu müssen, dass man nur Berufspolitikerin ist. Und Sie, Herr Garoni, werden Sie gerne erforscht? Ich finde es extrem spannend, eben, dass man sich selber reflektiert und dann noch mit kompetenter Hilfe von jetzt heute gerade beiden Vaters kompetent reflektiert wird, etwas in sich hineinschauen kann. Besonders interessant finde ich dann jeweils noch die Ursachenforschung, oder? Das Werk, ich darf es ja noch nicht vorwegnehmen, aber ich muss es doch jetzt dir sagen. Das Werk ist ziemlich quantitativ aufgebaut und man sucht natürlich nach Variablen aller Art, die sich irgendwie zählen lassen und dennoch finden sich im Werk dann jeweils auch quasi noch mögliche Erklärungsansätze qualitativer Art und vor allem die habe ich dann mit großem Interesse gelesen und abzugleichen. Moment, ist das wirklich jetzt aus meiner
Tätigkeit, der Grund, warum ich eher so oder anders oder diese Koalition oder nahe am Volk bin oder dem Bundesrat eher widerspreche mit deiner Vorlage oder nicht. Um die Motivforschung abzugleichen, finde ich eigentlich interessant. Also quasi, was der Politologe denkt, sei unser Motiv. Als Herausgeber, Adrian Vatter, haben Sie ja schon ganz früh in diesem Entstehungsprozess eben von diesen verschiedenen Buchkapiteln teilhaben können an der aktuellen Forschung. Und ich habe mich dann gefragt, für wen haben Sie dann eigentlich gedacht, dass Sie dieses Werk jetzt schreiben? Wen hatten Sie so im Kopf? Also das Werk ist eigentlich für ein breites, interessiertes Publikum geschrieben. Also es ist nicht nur für Politologen geschrieben, weil dann hätten wir sonst irgendwelche englischsprachigen Journalartikel verfasst, sondern die Idee ist tatsächlich auch, dass die einzelne Politikerin oder der einzelne Parlamentarier dieses Buch zur Hand nimmt, dass auch Medienvertreter das lesen, vielleicht auch eine Populärfassung davon veröffentlichen, dass nicht zuletzt auch die Wählerschaft ein bisschen weiß, wie das Parlament tickt. Auch gerade eben ein Jahr vor den nächsten eidgenössischen Wahlen, dass man sich so einen Eindruck machen kann, wie funktioniert eigentlich unser Parlament und macht es auch Sinn, dass wir die Politiker wählen können, die auch Einfluss nehmen und beispielsweise auch eben die Frage, welcher Rat ist jetzt der einflussreichere? Ich denke, das sind so Informationen, die für die Bevölkerung interessant sind, aber nicht einfach so ohne weiteres verfügbar. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen versuchen, jetzt auf ganz konkrete Ergebnisse und Kapitel aus dem Buch einzugehen. So drei grundlegende Veränderungen werden ja relativ ausführlich beschrieben. So die Transformation vom Rede- zum Arbeitsparlament in der Schweiz. Dann auch die Veränderung eben dieser Professionalisierung, dass die Politikerinnen und Politiker wirklich immer mehr Zeit und ja, Energie und Arbeitskraft in ihr Mandat, vor allem auf der nationalen Ebene, investieren. Dann auch die verschiedenen Koalitionenbildungen und wie sich das verschoben hat über die Zeit. Frau Wasserfallen, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie ja eben sehr lange im Grossen Rat des Kantons Bern tätig waren und Sie haben dort eine weitreichende Parlamentsreform miterlebt. Und Sie haben so ziemlich interessante Erfahrungen gemacht. Können Sie das ein bisschen ausführen? Ja, also als ich gewählt wurde 2002, muss ich schon sagen, wären vielleicht die Kompetenzen des Parlaments schon vorhanden gewesen, aber ich konnte sie nicht wirklich wahrnehmen, weil ich ziemlich überraschend und ohne viel Vorwissen, ohne gute Vernetzung, auch in die Verwaltung, Vorwissen eigentlich in diese Rolle gekommen bin. Und das ist ja dann auch noch ein Faktor. Wie ist man ausgestattet, welche Erfahrungen hat man, um die Instrumente, die zur Verfügung stehen, dann auch anzuwenden. Und tatsächlich schon ziemlich früh haben wir uns auch andere Modelle angeschaut, weil uns das von der SP-Fraktion interessiert hat, wie in Basel-Stadt zum Beispiel mit den Fachkommissionen, und haben das natürlich immer auch für uns gewünscht und schon damals geahnt, dass doch dann eine solche Arbeit, wenn man in ständigen Fachkommissionen arbeiten kann und nicht für jedes Gesetz eine Ad-hoc-Kommission eingesetzt wird, dass so die Arbeit schon interessanter, sicher auch einflussreicher werden kann. Und zum Schluss meiner Tätigkeit als Grossrätin wurde dann eben diese umfassende Parlamentsrevision eingeleitet. Es gibt hier auch in diesem Raum oder unten der ehemalige Staatsschreiber oder der aktuelle Ratssekretär, die haben das auch mitgeprägt. Und es war ein schwieriger Prozess, weil natürlich geht eine solche Reform nicht ohne auch Verschiebung von Macht. Und das war in diesem Fall natürlich schon eher von der Regierung zum Parlament. Und das war nicht, es ging nicht ohne Konflikte, natürlich auch innerhalb der Partei. Aber es war ein spannender Prozess. Und wenn ich jetzt als Frau eines kantonalen Parlaments- oder Kommissionssekretär beobachten darf, dann bestätigt es doch meine Ahnung, dass ich jetzt heute gerne Grossrätin wäre. Ah doch, Sie wären gerne Grossrätin. Und Sie, Herr Caroni, sind Sie lieber Ständerat oder waren Sie auch sehr gerne Nationalrat? Weil Sie haben ja jetzt diese beiden Kammern gesehen, Sie haben mitgearbeitet in beiden Parlamentskammern und jetzt gehören Sie eigentlich zu der wichtigeren, stärkeren Kammer an, wie wir vorher gehört haben. Sagen Sie das bitte mal dem Bundesrat.
Der hat nämlich in seiner Rangordnung der Organe gesagt, Platz 9, also Platz 1 natürlich Bundesrat, wie 7 und Platz 9 Nationalratsmitglieder, Platz 10 Ständeratsmitglieder. Und ich habe ihn gefragt, ob das nicht verfassungswidrig sei. er konnte es nicht so recht. Er hat dann gesagt, wahrscheinlich sei der Grund dafür irgendetwas. Dabei hat er ja selber die Ordnung gemacht. Also, aber ich habe beide Kammern gesehen. Ich war in beiden happy. Also mein Glückslevel ist nur marginal höher jetzt im Ständerat, weil nicht Nationalrat zu sein als Politikliebhaber und Nationalrat zu sein, das ist der große Glückssprung. Und die Themen sind dann die gleichen. Die Möglichkeiten, an der nationalen Debatte teilzunehmen, sind ja die gleichen. Für die Partei sich einsetzen, sind ja die gleichen. Aber es gibt doch einen Unterschied, einen Glücksgewinn, und der liegt einfach schlicht und ergreifend in der kleinen Zahl. Wir sind 46, national sind es 200, und das macht schon einen großen Unterschied. Wir sind in mehr Kommissionen, also wenn man gern Politik macht, kriegt man damit mehr Arbeit, und das macht uns ja Freude. Und wir sind in der Kommission 13, und das macht noch fast den größeren Unterschied. Unsere Dynamik ist komplett anders. Unsere Kommissionsarbeit ist ein Kaminfeuergespräch. Da sitzen 13 Leute im Kreis herum, keiner mit der Parteifahne. Also wir haben sie alle, ich bin Parteileitung national, aber wenn ich dort reingehe, dann nicht. Da sitzen 13 Leute im Kreis, jeder mit leicht, gemäß Ben Vatter, sprichwörtlich beschriebenem, übersteuertem Ego, wo jeder denkt, er sei jetzt einer der großen Weisen in diesem Lande, der seine eigene Vision einbringt. Und wenn 13 Leute das machen, dann kommt doch ziemlich viel ungefilterte Idee zusammen. Und zusammen gibt es dann was. Und im Plenum sind wir dann auch weniger, sprich die Stimme zählt mehr, und dann gibt man sich auch mehr Mühe. Und was am meisten diszipliniert, was, glaube ich, jetzt die Qualität meiner Arbeit, auf welchem Niveau auch immer, aber relativ gesteigert hat, ist, dass man mit eigenem Namen und unmittelbar einstehen muss. Im Nationalrat kann man einen Vorstoß lancieren, im Wissen darum, dass man die weitere Geschichte nie erleben wird, weil die Chance groß ist, dass er abgeschrieben wird oder nicht mehr aktuell ist oder man selber nicht mehr aktuell ist. Und kann aber während der Zeit, wo er deponiert ist, das Thema medial doch bewirtschaften, weil die Leute sagen, das ist doch der, der hat den Vorstoß gemacht für mehr Schutz für schleierlose Ohreulen. Und da kommt nie zur Abstimmung, aber man ist dann in seiner Community der schleierlosen Ohreulenförderer, ist man dann doch der Vorkämpfer. Im Ständerat, machen Sie das mal im Ständerat, dann können Sie heute den Vorstoß einreichen, nach 3 Wochen kommt die Antwort des Bundesrates und nach 10 Wochen sitzen 45 selbsternannte, kritisch, selbstständige denkende Weisen um sie herum, die sagen so, jetzt erklär mir mal, was das soll mit diesen Ohreulen. Und dann sind sie da, müssen die überzeugen, und wenn sie es nicht schaffen, und dass sie könnten 1 zu 45 untergehen, ja, dann merken sie sich das die Leute. Und wenn sie beim 5. Mal so untergehen, dann denken sie der schon wieder. Also ich gebe mir extrem viel mehr Mühe, dass die Vorstöße, die ich bringe, dann auch durchkommen. Und solche, wo ich weiß, sie kommen nicht durch, die reiche ich nicht ein. Die sage ich vielleicht die Idee dann medial, aber im Rat selber arbeitet man eigentlich viel intensiver. Dadurch ist die Qualität höher, weil alle mit ihrem Namen sich exponieren. Im Nationalrat weiß man, wenn man etwas sagt da vorne, dann hat man immer einen Fanclub. Qua Institution, weil sonst steht man gar nicht da vorne. Sonst ist man weder Fraktions- noch Kommissionssprecher. Das heißt, sie sagen etwas, sie wissen, 30 Leute finden sie großartig, bis zu 170 nicht, je nach, oder bei dir bis zu 160 nicht, aber das macht nichts, sie kommen nicht raus. Oder die eigenen klopfen dir auf die Schultern. Ständerat ist immer das Drohszenario von 45 finden meine Idee Quark. Und das diszipliniert etwas. Also, das sind die Unterschiede. Dieses Ergebnis wurde auch im Buch so gezeigt. Eben die Vorstöße sind ja meistens nicht erfolgreich. Und die erfolgreichsten sind die, die man gar nicht erst einreicht. Das war jetzt ein Forschungsergebnis, mit dem man vielleicht so gerechnet haben könnte. Aber Herr Vatter, haben Sie auch Forschungsergebnisse präsentiert bekommen von Ihren Mitarbeitenden, von den Co-Autorinnen und Co-Autoren, mit denen Sie überhaupt nicht gerechnet haben? Gab es auch für Sie überraschende Befunde? Nein, wirklich überraschende Befunde eigentlich nicht. Aber was mich schon überraschte, war auf der einen Seite diese Systematik in der jüngsten Zeit, wie die Konflikte in den einzelnen Institutionen und zwischen den Institutionen wirklich über die Zeit zugenommen haben. Also dass die Schweizer Politik, man kann es auch positiv formulieren, spannender geworden ist in den letzten Jahren, aber eben auch dadurch die Polarisierung zugenommen hat. Und das andere wirklich neue Ergebnis, und das habe ich auch in dieser Konsequenz nicht erwartet,
auf der kantonalen Ebene, dass wir offensichtliche Unterschiede haben zwischen der Stellung des Parlaments in der französischsprachigen Schweiz und in der Deutschschweiz und dass die Landsgemeindekantone, und dazu kann vielleicht Herr Caroni noch etwas sagen, tatsächlich eine Sonderstellung abnehmen, dass die Parlamente dort viel eher in einer schwierigen Situation sind zwischen einer starken Regierung auf der einen Seite und einer starken Stimmbürgerschaft auf der anderen Seite und eigentlich nur vorberatenden Charakter haben. Ja, wie haben Sie das empfunden? Einen Satz, ich habe das auch mit Interesse gelesen, oder? Ich bin ja aus Appenzell, außer Rom, das ist, oder Sie haben ja Bern und Zürich schon etwas verwechselt. Darum erlaube ich mir diesen Hinweis. Aber auf der Darstellung war ja der Glarus und Innerrhoden ganz außen und dann kam gerade Außerrhoden bei den schwachen Parlamenten. Das ist hochinteressant. Wahrscheinlich ist die Zweitauflage ist dann etwas anders, weil Außerrhoden gerade jetzt, während wir sprechen, dran ist, den Berner Schritt zu vollziehen. Jetzt ist also gerade die zweite Lesung der Kantonsgesetzrevision, wo endlich ständige Kommissionen kommen, das ändert. Aber die Landsgemeinde, ich war da gerade knapp zu jung, das ist schon gewaltig. Das ist das Parlament zwischen Hammer und Amboss. Und speziell daran ist ja noch, das hat Adrian Vater noch gar nicht jetzt erwähnt, der Vorsteher der Landsgemeinde ist wieder der Landammann. Den Innerrhoden ist das ein Halbgott. Das ist gewaltig. Und der nimmt ja wirklich das Parlament, das ihn kontrollieren, kritisieren, auf die Finger schauen sollte, wird an sich dann übersteuert durch die Klackhöre des Regierungspräsidenten. Ich habe mir gerade vorhin mal überlegt, bildhaft, es gäbe eine nationale Volksversammlung auf dem Bundesplatz, 2 Millionen Stimmberechtigte und Alain Berset würde die aufpeitschen, das Parlament zu überstimmen. Institutionell kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen. Wahrscheinlich haben sie es drum auch genau in dem Jahr aufgehoben, als ich 18 wurde. Möglicherweise. Eigentlich sind wir schon wirklich fast am Ende der Diskussion hier auf dem Podium. Jetzt möchte ich eigentlich zum Schluss vielleicht mal die Rollen ein wenig drehen und Frau Wasserfall und auch Herrn Caroni fragen, was ist denn eigentlich Ihr Wunsch an Band 2, haben Sie schon erwähnt, also an die Schweizer Parlamentsforschung? Welche sind die Themen, die eigentlich viel vermehrter erforscht werden sollten? Was vermissen Sie oder was haben Sie vermisst in diesem Buch? Ja, ich werde diese Frage nicht beantworten. Das unterscheidet mich von Andrea Caroni, weil ich hier doch eine starke Auffassung habe, dass wir diese Rollen stark trennen sollten. Ich lese mit Interesse eure oder ihre Forschungsergebnisse, aber würde mir jetzt nicht anmaßen oder zumuten, hier ein Wunschkonzert zu machen oder hier das könnte man noch beleuchten, das würde mir dienen, weil ich finde, wir sollten eine gute Distanz wahren. Wir haben unterschiedliche Rollen und wenn ich vielleicht doch irgendeinen Wunsch formulieren könnte, denke ich, sollten wir, das betrifft sicher auch nicht alle, auch diese Rollen mit einer gegenseitigen Wertschätzung und Respekt wahrnehmen. Es gibt immer diejenigen, die Politikerinnen und Politiker, die schlecht über Politologinnen und Politologen reden und umgekehrt. Und das ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Und bringt uns auch nicht weiter. Aber ich finde, ein gutes Verständnis der unterschiedlichen Rollen ist sicher befruchtend und uns vereint schlussendlich sicher eine gemeinsame auch Liebe und Faszination für die Institutionen, für das politische System. Das ist gegeben und das verbindet sicher auch irgendwo. Sie sprudeln vor Ideen und Sie verbinden ja, wie Sie gesagt haben, mehrere Rollen. Wenn Sie jetzt einen ganz konkreten Wunsch an zukünftige Parlamentsforschung formulieren könnten, also ich denke, man kann diskutieren, ob man jetzt die Rollen des politischen Beobachters und Akteurs trennen muss oder nicht. Aber was man sicher kann als politischer Akteur, ist eben, denke ich, anzuregen, was ich denn noch gerne über mich selber oder über uns alle natürlich lesen würde. Und das war eben, wie gesagt, das qualitative Element. Das ist natürlich noch viel aufwendiger und methodisch schwieriger zu erfassen. Aber immer an den Stellen quasi beim Buch, wo ihr eure Hypothesen analysiert und am Schluss dann noch in ein paar Sätzen noch die Motivforschung dazu abgibt, dort fände ich die qualitative Ergänzung enorm spannend für ein zweites Werk, weil es gab die eine oder andere Stelle, wo ich dachte, Moment, ich bin auch einer von denen, die ja so oder so handeln, aber ich habe noch ganz andere Gründe und oftmals, es kommt dann darauf an, wie glaubhaft anonymisiert ihr diese Erhebungen machen könnt, oftmals spielen da, weil es überall menschelt, auch im Parlament, am Schluss auch ganz viel von den niederen Motiven hinein, die Benvater
besungen hat. Ist dann die Frage, wie viel Mut man hätte, die auch offen zu legen. Aber also, es spielt in diesen Fragen, spielen auch Narzissmus wurde erwähnt, es gibt Futterneid, es gibt Ellbogenkämpfe, es gibt ganz viele Sachen, die auch das Verhalten erheblich beeinflussen, die man auf irgendeine Weise, wenn man die vertiefen könnte, das würde mich für die zweite Flagge enorm interessieren, zu lesen. Oder auch Rede und Antwort zu stehen. Wir werden ja auch sehr viel, sind wir ja auch das Objekt, direkte Objekt der Befragung. Also das machen, ich mache jedenfalls jeweils gerne mit. Adrian Vatter, wann veröffentlicht das Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern Band 2? Ja, ich denke, das wird noch eine Zeit dauern. Ich denke, wir müssen uns jetzt auch alle etwas erholen nach diesem Buch. Da war viel Arbeit drin und ich denke, wir haben mal versucht, einen Überblick zu geben. Ich denke auch, dass es nicht nur Aufgabe der Universität ist, auch der Universität, Parlamentsforschung zu betreiben. Aber es ist meines Erachtens auch Aufgabe gerade der Parlamentsdienste, die ja viel näher dran sind, auch bei den Parlamentariern als wir, zumindest auch entweder Selbststudien zu machen oder auch Studien in Auftrag zu geben, damit man wirklich auch Fragen behandeln kann, die Parlamentarier beschäftigt und die auch einen Nutzen für das Parlament selbst bringen. Ja, dann wollen wir vielleicht jetzt die Diskussion öffnen. Sie alle haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Auch die Zuhörenden unten im unteren Raum können sich ebenfalls melden. Dann wird Herr Göttlin runtergehen. Ja, bitte die erste Frage vielleicht von Ihnen. Das Mikrofon kommt gleich. Dankeschön, Rolf Schneider. Mich beschäftigen zunehmend die Volksinitiativen. Und zwar sehe ich vor allem einen gewaltigen Unterschied in der Entstehung von Verfassungsänderungen. Wenn ich denke, wie eine ordentliche Verfassungsänderung entsteht, mit Vorschlag Bundesrat oder Parlamentarier, dann die Vernehmlassung, Kommissionsberatung, die Räte, die Differenzbereinigung und am Schluss erst dann die obligatorische Volksabstimmung. Und daneben haben wir die Volksinitiativen. Der Text entsteht irgend an einem Biertisch und dann werden die Unterschriften gesammelt. Wenn sie zustande kommen, steht der Text. Das Parlament kann nichts mehr ändern daran. Frau Wasserfahren hat gesagt, 70 Parlamentarier gehen ans Rednerpult im Bewusstsein, dass sie gar nichts ändern können. Am Schluss steht nur die Empfehlung Ja oder Nein und eventuell noch ein Vorschlag. Und dazu jetzt kommt noch eine und die Frage. Ich komme dann zur Frage, aber dazu kommt noch, dass die Initianten dann auch noch den Titel der Initiativen selber wählen können, den wir auf dem Stimmzettel als letztes sehen. Schon bald heißt es, wollt ihr die Volksinitiative? Ja, die Frage. Ja, darf ich das noch sagen? Wollt ihr die Volksinitiative Schweizer Rechtsstaat fremde Richter annehmen, ja oder nein? Also, meine Frage: Wäre das nicht auch ein Forschungsobjekt mit Anregungen, wie man die Initianten besser beraten müsste, bevor der Text endgültig steht? Nur ganz kurz, direkte Demokratie ist natürlich ein wichtiges Forschungsfeld, auch gerade in unserem Institut. Aber ich möchte die Antwort auch darauf nicht vorwegnehmen, sondern dann Ben Vatter am Schluss geben, der dann auch noch einen Song zu den Volksinitiativen hat. Gibt es sonst Fragen? Kurze Fragen? Unten vielleicht? Gespanntes Warten. Ja, doch, da in der Ecke gibt es eine Frage, bitte. Dankeschön. Sie haben bei einer Studie erwähnt, dass herausgekommen ist, dass Geschäfte, die vom Ständerat als Erstrat behandelt werden, in der Regel erfolgreicher sind als die, die vom Nationalrat zuerst behandelt werden. Warum ist das so? Haben Sie eine Vermutung oder haben Sie gar dazu noch genauer geforscht, warum das so ist? Also zunächst einmal, der Ständerat ist einfach, weil er kleiner ist, effizienter. Er kann seine Geschäfte rascher abhandeln und ist dann wieder frei für neue Geschäfte. Und es ist ja dann das Büro, das das zuordnet. Und wenn ein Rat eben weniger zu tun hat, dann kriegt er auch rascher wieder die Geschäfte. Das ist der Grund, dass er häufiger Erstrat ist.
Und wenn er Erstrat ist, dann hat er eben die Möglichkeit, wirklich die erste Vorlage auszuarbeiten. Und das ist natürlich entscheidend. Da können Sie wirklich die wichtigen Punkte festlegen. Und der Ständerat ist dabei offensichtlich auch sehr geschickt, dann wirklich diese Kernpunkte bis am Schluss durchziehen zu können. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Der Ständerat ist natürlich in der Zusammensetzung homogener. Das heißt, wenn Sie den Nationalrat anschauen, dann haben Sie einen starken linken und rechten Pol. Und da sind entsprechend proportional die Vertreter dann in den vorberatenden Kommissionen. Die widersprechen sich dann auch viel häufiger. Und wenn es dann um die Differenzbereinigung, vor allem um die Einigungskonferenz geht, dann kommen die zusammen und dann ist die Vertretung vom Ständerat tritt dann viel geschlossener auf und kann dann seine Position auch dort stärker durchbringen als die Vertreter des Nationalrates. Möchte sonst noch jemand eine Frage stellen oder warten Sie auf die? Ja, doch, bitte, ja. Gleich da beim Gang. Ja, also eine Frage, die mich so ein bisschen, durchgeschieden hat, jetzt durch verschiedene Ausführungen hier, ist die, wer landet denn eigentlich in welchem Rat? Was oder in welchem Gremium, in welchem Parlament? Ist es mehr als vielleicht der Narzissmus oder die gesunde Passion Redebedürfnis, die man mitbringen muss, die Motivation dahinter Politiker zu werden? Und ist das vielleicht auch unter Umständen ein entscheidender Erklärungsfaktor dafür, warum die verschiedenen Kantone in ihren Kantonsparlamenten so unterschiedlich stark sein können, neben den institutional verankerten Faktoren? Mhm. Ja, vielleicht ist es auch eine Frage, die man den Politikern an Sie beide stellen. Ja. Also ich habe beide Räte gesehen und ich stelle bei anderen Leuten fest, also auch bei solchen, die vielleicht mal früher scharfzüngiger Parteipräsident waren und dann staatsmännischer Bundespräsident, wir sind auch fähig, neue Rollen zu übernehmen und uns auch der Rollenerwartung anzupassen. Also als ich im Nationalrat war, ich glaube, ich habe im Umgang schärfer gesprochen, als ich jetzt im Ständerat tue. Wir passen uns diesen Erwartungen an. Der Ständerat, wenn man einen neuen Ständerat gewählt, ja, kriegt man übrigens eine ungeschriebene Liste, ein ungeschriebenes Blatt mit geschriebenen Regeln. Das heißt, hier sind die ungeschriebenen Regeln, kriegt man. Ich fand das noch lustig. Und da stehen so, man kennt die. Krawatte. Nein, die ist sogar geschrieben. Wo ist die Krawatte? Oh. Die ist sogar geschrieben mit der Krawatte neu und der Schultern bedecken bei Frauen. Aber als andere Regeln, wie zum Beispiel, man wiederholt keine Argumente oder man spricht nicht von Parteien oder man greift sich nicht an. Da gab es, wenn ich nur das anekdotisch sagen darf, da gab es einen Moment, als ich gerade neu war, ging es um die letzte Unternehmenssteuerreform und Parteipräsident SP, Herr Löwra, hat gesagt, im Ständerat, das ist auch so ein Rollenwechsel, oder? Und sogar beide Rollen gleichzeitig, der hatte, hat er gesagt, also wenn diese Vorlage jetzt so weiter ihren Weg nimmt, dann kann ich jetzt nicht a priori völlig ausschließen, dass nicht irgendjemand sich zum Beispiel die Referendumsfrage dann einmal reflektiv nochmals durch den Kopf gehen lässt, hat er als Ständerat gesagt. Und dann sagt ein anderer Ständerat, das hat mir den Maßstab gegeben, er sei jetzt seit 20 Jahren in diesem Ständerat. So eine Drohung hätte er noch nie gehört und wolle er auch nie mehr hören. Oder? Und ich weiß nicht, ob es das gleiche Votum war, wo Christian Löwra auch dann plötzlich von Kamerad gesprochen hat im Ständerat. Also wir sind von dem her passen, ich würde sagen, die meisten Nationalräte wären gerne im Ständerat und sie könnten es auch. Mit ungefähr, also jetzt der Christoph Mörgeli, der hätte das nicht gekonnt, aber sonst können das eigentlich alle. Lieber im Ständerat. Frau Wasserfall, möchten Sie auch noch sich äußern, wer dann in welchem Rat landet? Ja, also es ist natürlich schon durch die unterschiedlichen Wahlsysteme gegeben, dass da andere Leute, Personen aus anderen Parteien oder mit einem anderen Format auch gewählt werden. Wobei es auch immer wieder Ausnahmen gibt. Alain Berset war nie irgendwie im Stadt- oder im Kantonsparlament oder auch Andrea Caroni ist eher einer der Jüngeren und nicht ehemaliger Regierungsrat. Da sind die Profile schon unterschiedlich. Ich meine, im Kanton Bern, es gibt ja, in allen großen Kantonen nur zwei Personen und da in einem Majorzwahlverfahren sich durchzusetzen, ist natürlich eine hohe Hürde. Ich finde es einfach spannend und da stimmt schon ein bisschen. Man wäre gerne im Ständerat, weil ich jetzt doch durch meine Tätigkeit als Co-Generalsekretärin
mit einem Chef, der Ständerat ist und eben auch gleichzeitig Parteipräsident sein kann, mitverfolgen konnte, wie eben so Dinge auch entstehen. Und es ist tatsächlich dann schon faszinierend, wenn man mitverfolgen kann, dass vielleicht vor einem Jahr zwei Personen die Idee hatten, die Steuervorlage mit der AHV zu verknüpfen und sich dann ein Jahr später das realisiert in einer ersten Etappe, dass es dann eben schon auch davon abhängt, welche Personen, wie können sie mit Macht umgehen, welche Organisationen haben sie im Rücken, welche Parteien, dass da wirklich Großes entstehen kann und wahrscheinlich schon eher einfacher im Ständerat. Noch einen Satz noch ergänzen darf. Ich habe Werbung für den Ständerat gemacht, aber etwas vermisse ich. Und das ist die Heterogenität. Und mir fällt es besonders auf, ich bin quasi eine Minderheit. Ja, und es hat zu wenig Frauen, es hat ja nur 7 Frauen. Mir fehlen die Jungen und die Frauen. Und aus Gründen der politischen Diversität einzig. Und das ist auch nicht ideal für die politische Repräsentativität oder auch für die Übereinstimmung der Kammer nicht. Es ist klar, es liegt schlichtweg daran, dass wir 2 Sitze haben, die meistens im Majorz vergeben sind. Und dort, wo sie im Proporz vergeben werden, ist es auch quasi ein Majorz. Ich habe keine bessere Regel, aber Fakt ist, wir haben fast keine Frauen, wir haben keine Jungen. Wir sind im Moment 4 unter 40. 2 davon hören auf. Einer davon mit Zitat, il faut laisser la place aux jeunes. Mit Jahrgang 77. Nächstes Jahr sind ja Wahlen. Wenn jemand eine Lösung hat, werden daran nichts ändern. Also nur eine kleine Bemerkung. Die FDP könnte natürlich schon versuchen, nächstes Jahr viel mehr Frauen aufzustellen, sodass es dann auch viel mehr Frauen gibt. Also wenn Sie jetzt parteipolitisch werden. Das haben Sie gesagt. Das darf ich sagen. Die FDP stellt die 3 jüngsten Ständeräte. Aber sehr wenig Frauen. Aber egal, ja, was wir machen, wir werden... Bevor wir jetzt hier anfangen, doch noch uns zu streiten, würde ich sagen, wir schließen die Podiumsdiskussion ab. Wir hören noch einmal Ben Vatter zu, der eigentlich noch über dieses Hobby, das ja die Politik eigentlich ist, singen wird. Und danach können wir uns alle noch weiter unterhalten beim Apero. Bitte. Merci vielmals. Bevor ich zu meinem zweiten Lied komme, noch schnell ein herzliches Danke. Schön, dass ich hier singen durfte. Und wenn es nicht lustig hat gemacht, dann mein ganzes Programm heisst Gefetterle und das wird auch in der Kapella vor allem auch noch gespielt. Ich habe mir erlaubt, Dunger Flyer herzulegen. Und es ist also nicht nur politisch, es hat noch einen ganz ersten Teil, was um das Berndeutsche in allen Facetten geht. Und im zweiten geht es um Politik und zum Teil auch noch so ein bisschen zu happigen Liedern. Und vielleicht noch das Letzte, wenn wir jetzt den Dunger gehen, den Wein trinken, der von seinem Bruder kommt, und ich als sein Cousin hier die Musik machen, dann ist das nicht Vetterli-Wirtschaft, sondern Vaterli-Wirtschaft. Seit kurzem habe ich ein neues Hobby. Leck, Bobby, ja, glaubt mir, das ist der Hit. Es ist besser als Golfen und Tennis. Und wenn ich es nicht hätte, was mich ich mit mir Zeit. Es ist zwar nicht ganz gratis, dafür Facts und Latis. Lass spüren, wir führen Nation. Kannst schalten und walten und Volksgruppen spalten. Das ist doch ein Tiptop-Lohn. Wenn ihr noch schockiert, jetzt besegnet, entgegnet. In der Schweiz könnte es nie so weit kommen. Dann darf ich noch ohne mich zu wehren, belehren, Momo, dir das kann's. Und zwar so. Ich tue jetzt Initiativen lancieren. Das ist lustig, das muss man auch probieren. Kannst Autosteuern senken, eine extra Viertig schaffen. Gegen den, der zu viel verdient, hast du jetzt endlich auch eine Waffe beim Initiativen lancieren. Da musst du dir einen gar nicht genieren. Ja, Themen gibt's viel, das ist noch lang nicht vorbei. Ihr direkten Demo. Wer beispielsweise so Minarett nicht mehr will, das haben wir schon gesehen, kein Problem. Es geht auch mit Niqab und Burka, Arfurka, wäre das mein Gott zu teuer ins Extrem.
Schatz, du komm, ein Kopf ist ein Afro, ja Kopf, was sind wir denn, das ist doch kein Spiel. Und auch Synagoge statt Zogen am Bogen, ja mir wird's halt schnell ein bisschen zu viel. Jetzt machen wir die Fuß nicht mehr im Sack, das Pack muss raus, wir zeigen eine Tür. Für das haben wir schliesslich das Mittel, zwei Drittel von uns sind doch locker dafür. Ja, wir können Initiativen lancieren, du musst sie halt schlau formulieren. Je tiefer aus dem Bauch, dass du die Vorurteile wecken kannst, desto sicherer kannst du, dass es nicht abverrecken kann. Beim Initiativen lancieren darfst du durchaus auch ein bisschen schwadronieren. Es ist gleich, ja, wer rechnet schon mit reinem Wein in direkter Demokratie? Und gleich tun wir weiters aushecken und fecken die Nächsten. Wir haben noch ein bisschen Schnauf. Wo heute sich die Lesben und Schwulen saulen, der träumen wir auch noch grad auf. Ich weiss, das ist nicht fair. Heute halt Pech sind nicht Mehrheit. Ja, tant pis, es kann allen so gehen. Zigeuner und Neger und alle die Pläger, auch die kommen an dies noch dran. So gefällt's mir in der Schweiz endlich wieder. Ja, nieder, schon gleich heimer Ruhe. Wir wollen uns doch nie mehr so schämen, drum nehmen wir Todesstrafe auch grad dazu. Ja, dank Initiativen lancieren kannst fröhlich exekutieren. Kannst prinzipiell auf sämtliche Minderheiten zielen, wenn 51% der Bevölkerung mitspielen. Beim Initiativen lancieren kannst gnadenlos durchmarschieren. Die UNO ist wurscht, uns ist so wohl dabei. Und ausländisch Recht ist noch nie bindend gsi. Drum nicket und schwieget und schnurret nicht rein. Bei direkter Demokratie. Ich mache jetzt keine Wahlempfehlung, aber ich denke, wenn Ben Vatter gewählt würde, das würde in jeder Parlamentsband gut tun. Ich erlaube mich noch eine letzte Bemerkung. Ich habe gelernt, ich mag Zürich und Bern verwechselt haben, aber die Macht des Parlaments ist es eben auch, die Schleiereulen und die Waldohreulen zu fusionieren. Das geht offenbar auch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir werden weiter diskutieren beim Apero und auf ein nächstes Mal und schönes Wahljahr. Besten Dank. Es gibt für alle, die hier mitgeholfen haben, noch einen Lebkuchen. Der ist nur halb so groß wie das Buch, aber der kann man dafür essen. Danke.